Also, ich heiße Karina Kühne, bin 34 Jahre alt und ja, und ich wohne mit meiner Mutter und mit meinem Bruder, also praktisch mit meiner Familie, sie halt im Jugendheim. Und ja, und jetzt freue ich mich halt, dass ich halt hier in Bremen bin und bin schon gespannt auf die ganzen Fragen, die mir gestellt werden. Gut, in einem Video auf Ihrem Blog erzählen Sie, dass Ihr Bruder Sie sehr unterstützt hat. Wie hat er Sie gefördert und gefordert? Ja, also kann ich da auch eine schöne Geschichte erzählen von meinem Bruder. Also meine Mutter, ehrlich gesagt, hat ja eigentlich ja keine Unterschiede gemacht zwischen meinem Bruder und mir. Und ja, für den war ich einfach eine ganz normale kleine Schwester gewesen. Und ja, und wie er mich gefordert hat oder gefördert hat, naja, ich durfte ja nicht das alles machen von meiner Klassenlehrerin. Da durfte ich ja nicht den Stoff lernen, ne, wie meine Klassenkameraden. Und da hatte er sozusagen mir dann die Arbeitsblätter mir dann mitgebracht, was mir eigentlich normalerweise eigentlich verboten war. Dann hat er sozusagen dann die Ergebnisse dann gelöscht. Und dann hat er halt auch ganz viel da für mich dann halt auch gemacht und getan. Er hat da so, dann die Ergebnisse dann gelöscht und dann durfte ich dann erst Stoff lernen, was mir eigentlich normalerweise eigentlich verboten war. Und ja, also er war für mich halt ganz einfach halt ein sehr großes Vorbild für mich gewesen halt auch. Und halt auch, was er machen wollte, wollte ich halt auch immer machen und so. Und irgendwo freue ich mich, ihn halt irgendwie als meinen Bruder zu haben. Hat mich halt auch immer überall mitgenommen. Halt auch, weil er halt selber halt ja auch Arzt ist. Arbeitet in Ludwigshafen. Und da hat er mich halt auch immer überall mitgenommen. Also hat er mich zum Beispiel so in die Vorlesung, hat er mich halt immer mitgenommen. Und so, im Hörsaal und so zum Beispiel. Und hat mir halt auch die Frühgeborenenstation halt auch mal gezeigt. Da durfte ich dann halt auch mal sehen, wie das da so aussieht. Und dann hat er, das war auch ganz interessant, weil er ja, hatte ich ja schon erzählt, weil er ja Arzt ist. Da hat er, das war auch ganz interessant, war auch ganz, naja, lustig. Da hat er mal am offenen Herzen gefilmt. Mir das da auch richtig gezeigt und so. Also am offenen Herzen hat er mir das Ganze gefilmt und ich durfte mir das dann angucken. Also das war schon interessant und er hat dann halt auch nicht gerade irgendwie einen Unterschied gemacht. Egal, ob ich jetzt so eine Behinderung oder sonst noch mache, für ihn war das einfach ganz normal. Und war alles und ja, und was er halt auch immer gesagt hat, das finde ich halt auch immer noch sehr schön und das berührt mich halt meistens halt auch immer noch ganz viel, dass er mal gesagt hat, ja, wer meine Schwester nicht kennt, ist auch nicht mein Freund, hat halt auch immer gesagt. Wer meine Schwester nicht akzeptiert, ist auch nicht mein Freund, hat halt eigentlich auch öfter halt schon mal gesagt. Und das berührt mich halt immer noch, dass er das gesagt hat, aber es war halt auch immer schön, halt immer so einen großen Bruder zu haben, das war schon. Welche Unterstützung haben Sie noch aus Ihrer Familie bekommen? Ja, das ist eigentlich auch ganz interessant und halt auch ganz schön. Also hatte ich eigentlich auch schon oft gesagt, halt für meine Familie halt auch noch. Ich habe eine Mutter, ich habe meinen Bruder, ich habe meine zwei Tanten. Und ja, da habe ich halt auch immer ganz viel Unterstützung halt immer von denen gehabt. Und das war halt immer schon sehr schön gewesen und hatte auch meine Tante gehabt, Katharina hieß sie. Die ist jetzt schon, wer weiß wie lange, schon im Rollstuhl, schon wer weiß wie ganz lange. Weiß ich gar nicht, schon wie viele Jahre, aber ist ja auch jetzt nicht so wichtig. Und ja, sie hat mich halt auch sehr gefördert und hat auch viel mit mir gemacht und so. Und hat auch in Bezug halt auch auf die Schauspielerei, da hat es mir auch sehr, sehr viel geholfen und da bin ich halt immer noch dankbar. Auch wenn wir sie jetzt halt leider nicht mehr haben. Ja. Das hat halt selbst halt auch für mich halt eine traurige Erfahrung. Aber ich denke, das muss jetzt nicht sein. Das möchte ich jetzt da nicht gerade jetzt nicht so gerne jetzt vor der Kamera sagen, weil das halt schon
für mich etwas schon sehr, sehr Trauriges für mich war. Aber ich weiß eigentlich, dass meine Tante mich wirklich sehr, sehr lieb gehabt hat und dass sie halt viel halt auch für mich gemacht hat, so viel für mich getan hat. Und ich habe ihr auch wirklich sehr, sehr, sehr viel zu verdanken mit der Schauspielerei, wie sehr es mir darunter geholfen hat und wie sie für mich, was sie alles für mich gemacht und getan hat. Und es war halt auch immer so schön gewesen, wie zum Beispiel, sie hat mich halt auch immer früh mit einbezogen und so. Wir zum Beispiel haben immer so Laienspiele gemacht und das war halt wirklich toll. War das zum Beispiel jetzt auch in der blinden Hörbücherei, der Stimme der Hoffnung, das ist halt auch ein Hobby von mir halt auch. Weil ich halt auch immer meine Geschichten halt auch immer gelesen habe und so. Da haben wir halt auch immer diese Laienspiele gemacht, hat mich halt auch immer früh mit einbezogen und sowas alles. Und ja, und dadurch hatte ich dann halt auch immer einen großen Wortschatz gehabt. Da hat sie dann über die ganz anderen Rollen gelesen und ich hatte da auch einen sehr großen Wortschatz gehabt. Ja, durch eine Schauspielerei und so. Und sie hat halt auch immer viel mit mir gelernt und hat auch immer mit mir, also wenn ich jetzt immer so Dreharbeiten gehabt habe, also wie zum Beispiel jetzt bei Film und Fernsehen, da hat sie halt auch immer mit mir gelernt und viel mit mir gemacht. Und da bin ich halt ihr immer noch sehr dankbar, dass sie mir so viel geholfen hat. Sie haben ja nicht nur die Schauspielerei, sondern Sie haben ja auch Geschichten geschrieben. Mhm, können Sie dazu vielleicht noch was erzählen? Ja, gerne. Also kann da auch erzählen. Ich bin ja auch, ich mache ja ganz viele verschiedene Sachen, so ganz viele verschiedene Dinge. Ich bin ja auch, also wo ich schon mal gesagt habe, Moderatorin, da hatte ich ja schon ein bisschen was erzählt davon. Und ja, was ich halt auch mache, ich bin auch Autorin, schreibe halt auch Geschichten, also Kindergeschichten. Und ja, die wurden dann halt auch ganz viel halt auch in Büchern auch veröffentlicht. Habe mich auch über mein Leben geschrieben. Wurde auch in einem Buch veröffentlicht über mein Leben. Und ja, da kann man halt auch vieles halt auch nachlesen. Da habe ich einmal, hab ich ja schon gesagt, meine Lebensgeschichte einmal geschrieben. Und ja, und die nächste Geschichte war ja dann halt auch Rieke mag nicht mehr allein sein, das war eine Kindergeschichte. Und ja, und wie gesagt, weiß ich, kennen Sie den Raul Krauthausen? Mhm. Mhm, habe ich schon gesagt. Und zwar der Raul Krauthausen und die Suse Eichbauer, ich glaube, die kennen Sie wahrscheinlich, glaube ich, wohl nicht. Die Suse Eichbauer, die macht ganz, ganz, ganz tolle Illustrationen und so. Und da wollten wir eigentlich zusammen ein Buch machen. Ja, also so eine Kindergeschichte, so ein Buch. Ne? Und ja, da gibt es schon auch einen Entwurf. Ja? Und das sollte, also der Titel sollte heißen Rieke und Max. Ja? Und ja, und da schreibe ich, wie gesagt, halt die so dann die ganzen Geschichten. Und da sollen dann halt auch noch Bilder kommen. Das macht dann halt die Suse. Suse Eichbauer, die macht dann diese schönen Bilder, Illustrationen und ja, da gibt es halt, wie gesagt, auch schon einen Entwurf für das Bilderbuch. Ne? Mal sehen, ob es was wird. Bin ich aber gespannt. Wäre natürlich schön. Ne? Und für mich ist es halt auch in Bezug halt auch auf Inklusion natürlich auch wichtig, weil so in Geschichten da ist halt auch viel halt auch mit Inklusion drin und das ist natürlich halt auch für mich halt selbst auch ganz, ganz wichtig. Es hat bei mir die Kindergeschichten halt auch immer dann ein Happy End haben. Und das finde ich auch immer sehr schön. Okay. Ja. Gut, kommen wir noch mal kurz zurück zu der Unterstützungsgeschichte. Gibt es noch Formen von Unterstützung, die Sie sich vom Staat wünschen würden? Ja, also da würde ich mir schon einiges wünschen, schon vom Staat eigentlich schon, ja. Also ich finde, schon, also in Bezug halt auch auf die Inklusion, denke ich, würde ich mir schon wünschen, dass halt auch die Inklusion halt auch vollständig umgesetzt wird. Also das. Und haben Sie da denke, noch ein Beispiel, was man machen könnte? Ja, also dass es halt, wie gesagt, halt keine Berührungsängste halt mehr gibt, halt in Bezug auf Inklusion. Und das halt, wie gesagt, halt aber auch ganz selbstverständlich sein sollte. Und ich denke,
Da können die Politiker sich halt schon eine Scheibe davon abschneiden, finde ich. Also, dass sie halt schon versuchen können, da halt schon halt irgendwie was zu machen. Ja, Robert Hüppe hat ja auch gesagt, weiß nicht, ob Sie den kennen, Robert Hüppe, der hat gesagt, wer Inklusion will, findet Wege. Wer Inklusion nicht will, findet tausend Gründe, warum es nicht funktioniert. Und ich denke, deshalb möchte ich auch gerne, dass halt der Staat auch dazu beiträgt, dass Inklusion einfach auch ganz normal sein sollte und ganz selbstverständlich. Dass man keine Berührungsängste hat. Was einfach ganz selbstverständlich sein sollte. Und wenn wir jetzt zum Beispiel an den... Gut, wichtig, könnte ich vielleicht noch sagen, wichtig wäre natürlich halt auch das Geld, ja, die Finanzen, was halt auch möglich ist, halt auch Finanzen aufzutreiben, Geld aufzutreiben, was natürlich halt auch wichtig ist.